Wir haben hier eine kleine Statistik von eigentlichen Veganern, also nicht vermischt mit Vegetariern, sondern Veganern. Israel ist an der Spitze, Schweden. Die USA hat eigentlich nach dieser Statistik, es gibt viele Statistiken, das sage ich gleich zu Beginn. Das sind nur einige Quellen, manche haben die Nummern ein bisschen ausgetauscht und so weiter. Da hat Deutschland eigentlich weniger Veganer. Aber mit den Vegetariern zusammen hat Deutschland 9%, die kein Fleisch essen. Die USA sind es nur 6%. Also das USA, das sieht man daran, dass das USA wirklich fleischlastig ist. Reisen in den USA als Veganer ist relativ einfach, aber ich sage mal, es muss geplant sein. Weil es ist jetzt nicht so wie in Deutschland, dass man hier 50 Kilometer fährt und in die Stadt kommt, sondern es sind ja weite Strecken. Hier ist mal so eine Liste von Peter vom letzten Jahr. Portland ist die Nummer 1, mittlerweile ist es gerade Los Angeles, also die schreiben sich da immer. New York City, das sind so die Großstädte, wo man wirklich viele Restaurants findet, auch viele Bioläden, die viel vegane Produkte anbieten. Es gibt in den USA eigentlich keinen veganen Supermarkt. Vegans wollte ja nach Portland kommen, aber das ist erstmal auf Eis gelegt. Wahrscheinlich wissen einige warum. Vegans hat ja auch Märkte hier geschlossen in Europa. Hier sehen wir die Aufteilung, wie vegan die Staaten sind. Und das sieht man Kalifornien und Oregon. Ich sage noch ganz kurz was zu mir. Ich bin deutscher Staatsbürger, in Schwabenland aufgewachsen. Bin eigentlich in Tschechien geboren. Bin dann in die USA zum Studium gegangen und bin dann geblieben, 12 Jahre lang, und zwar in Südoregon, in einem ganz kleinen Städtchen, von dem man noch wahrscheinlich nie was gehört hat. Ashland ist aber für Shakespeare, gibt es Shakespeare-Fans irgendwo? Wahrscheinlich. Shakespeare-Fans würden es wahrscheinlich kennen. Aber das ist eine Stadt, besonders gleichen, mit 20.000 Einwohner, 7.000 Studenten, 3 Bioläden, ein konventioneller Supermarkt mittlerweile, der andere müsste schließen. Das ist unglaublich. Alle sind fit, sehr viele machen Outdoors, Skifahren, es liegt in den Bergen. Nur leider ist der Veganismus dort irgendwie nicht vorangeschoben. Also Bio schon, vegan nicht. Es gibt gerade mal ein veganes Restaurant, das ist Raw, und ein paar, die halt mit Optionen haben. So, ich war jetzt, wie ich sagte, 12 Jahre lang in den USA, ich bin dann nach Europa zurückgekommen und war jetzt letztes Jahr vorwiegend in den USA und ich bin erst seit 1,5 Jahren Veganer, aber sehr strikt, war schon seit 10 Jahren immer für den Tierschutz, habe schon seit 10 Jahren vegane Kosmetik benutzt, nur leider hat es erst vor 1,5 Jahren geklickt, seit 2 Jahren kein Fleisch. Und ich habe einen wirklichen Boom erlebt in den USA. Hier mal nur ganz kurz Bilder von meiner Reise. So, also es ging los in Georgia, Atlanta, nicht in Nationalparks, sondern auch außerhalb der Nationalparks. Und das sage ich immer zu Leuten, die in den USA reisen wollen. Natürlich macht die Nationalparks mit, braucht euch vielleicht auch so einen Jahrespass, der ist billiger als ab 4 Nationalparks, der billiger. Aber geht mal auch außerhalb von den Nationalparks. Jeder Staat hat eine eigene Tourismus-Webseite, wo man alles nachlesen kann. Zum Beispiel Oregon hat das 7 Wonders of Oregon. Und die sind wirklich, man könnte die mit Weltwundern vergleichen. Dann war ich in Washington, also ich habe gerade so eine Tour gemacht und einige Freunde besucht. Und ja, hier leider nicht mehr von einem guten Menschen, die das würde ich mal sagen, aber dazu sage ich nicht mehr. New York. So, das sind jetzt Städte, da war es überhaupt kein Problem, vegane Produkte zu kaufen. Auch in irgendwelchen Tante-Emma-Läden.
gab es immer wieder mal veganen Joghurt. Das ist Yale, kann ich auch empfehlen, sehr tolle Architektur. So, ich bin dann an die Westküste geflogen. Und jetzt nur ein ganz kleiner Ausflug, aber ich finde, das ist wichtig, weil der Veganismus ist auch, hängt auch zusammen mit Spiritualität, Umweltschutz, das hängt irgendwie alles zusammen. So, wer kennt diesen Berg? Wahrscheinlich keiner. Sieht aus wie Mount Fuji, ist ein Mount Fuji, Mount Shasta, S-H-A-S-T-A, 4,2 Kilometer hoch in Nordkalifornien. Unglaubliche Natur, auf der Seite, wo ihr jetzt steht, ist auch eine Bergkette und eine sehr hohe Energie, spirituelle Energie. Und es ist ein Dorf von 4000 Leuten und es hat zwei Bioläden. Also das sind so Kontraste. Dann fährt man natürlich irgendwo in Oregon oder auch in Kalifornien oder dann noch schlimmer in Nevada und Wyoming aufs Land. Dort kriegt man Veganes im Laden eigentlich nichts. Nur so Standardprodukte, zum Beispiel Hummus. Dazu komme ich noch gleich. Ich bin dann nach San Francisco gefahren. Die Küste ist echt zauberhaft dort. Das hier ist wiederum die Oregon-Küste, der Pazifik. Sehr zauberhaft, man kann dort nicht baden, deswegen ist es da so schön. Und wenn man dann weiter von Oregon nach Nordkalifornien an der Küste langfährt, kriegt man diese tollen Redwoods zu sehen. Und zum Schluss der Reise war ich dann in Florida. Ja, hier noch, das ist ein bisschen zum Angeben, nein, das ist halt, wenn man schon mal im Silicon Valley ist, dann macht es Spaß, halt bei Google vorbeizugucken. So. Jetzt die Restaurants. Also es gibt ähnlich wie hier in Deutschland viele Restaurants in den Großstädten. Das ist dieses einzige vegane Restaurant in Ashland, sogar raw, aber es schmeckt einfach vorzüglich. Dann gibt es aber einen Vorteil von Amerika, was in Europa vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Hier hat man so McDonald's, KFC, Burger King. Ich würde keinem Veganer empfehlen, dort den veganen Burger zu kaufen, weil das auch einfach, weil die Stoffe, die da rein tun, sind wahrscheinlich sehr viel Ehes und so. In Amerika gibt es so halb Fast Food. Da kann man sich schon ein bisschen gemütlich machen, man kann es aber auch mitnehmen. Zum Beispiel Chipotle Mexican Grill. Ja? Riesenburrito und die haben schon vegane Optionen. Also die haben Sriracha, oder wie sich das nennt, Tofu, und da kann man sich alle möglichen Veggies reinschöpfen. Das sind übrigens zwei Mahlzeiten. Und dann gibt es in Amerika die konventionellen Restaurants, aber ich finde, die sind ein bisschen weiter als Europa, obwohl es kommt natürlich darauf an. Ich war jetzt viel unterwegs in Tschechien, weil ich dort gerade wohne, und ich muss sagen, in Tschechien gibt es wirklich nur diese traditionellen Restaurants und ab und zu mal so ein amerikanisch angehauchtes, wo man einen Veggie-Burger findet. Nur leider weiß man nicht, ob da Ei drin ist oder so, das muss man noch fragen. In den USA ist es schon besser, also auch im konventionellen Restaurant gibt es so einen Veggie-Burger mit Salat, da steht auch vegan, da steht auch die Unterscheidung vegetarisch und vegan, und das kriegt man in fast allen nobleren, schöneren Restaurants. Das hier ist jetzt eins von Portland, das nennt sich Native Foods Café, das ist so eine Kette. Hier ist wieder so ein Halbfastfood, aber ich glaube, das Konzept ist echt toll und es ist wirklich rein vegan. Und das sieht einfach toll aus, ist so was Ähnliches, erinnert mich an Swing Kitchen in Wien, der ich schon mal kennt. Ich kann jetzt leider nicht mit Berlin vergleichen, weil ich schon seit 20 Jahren nicht hier bin, aber es freut mich sehr, hier zu sein. Und dann in Florida gibt es auch einige vegane Restaurants, in Miami schon sehr viel, wenn man dann hochfährt, die ganzen Städte, dann eher weniger, da muss man dann schon planen. Also Google Maps ist natürlich der beste Freund des Veganers, der nach veganen Restaurants sucht. Lobster ist irgendwo in West Palm Beach. Und dann gibt es dieses hier, und das kann ich nur empfehlen, wer also nach Fort Lauderdale oder Miami mal reist,
geht mal nach Delray Beach, das ist schon teuer, das Restaurant, aber das Essen ist phänomenal. Auch wenn es jetzt nur wie so ein gewöhnliches Sandwich aussieht, es ist phänomenal. Und auch auf die Nachspeise. Ja, aber man muss dann schon für Nachspeise und auch Essen nur so 30 bis 40 Dollar anblättern. Aber ich glaube, das ist es wert.